Hat er vielleicht nach ihr gesucht? Hat er euch je gesagt, was er vorhat? Nein. Zu diesem Zeitpunkt war er nicht mehr mein Schüler. Was ist passiert? Radmars Prophezeiung hat Elias vergiftet. Er wurde davon besessen. Prophezeiungen sind Rätsel. Nicht einmal die Weisen wissen mit Sicherheit, was sie bedeuten. Aber Elias glaubte, er könnte es lösen. Und als ich ihm riet, er solle warten, nannte er mich einen Narren. Und sagte, wir müssen tun, was auch immer... Ihr habt versucht, ihn aufzuhalten? Ja, ich habe es versucht. Und versagt. Diesmal wird es anders ablaufen. Finden wir diesen verdammten Sarg. Seht ihr den Sarg von hier? Könnt ihr etwas ausmachen? Da ist etwas am anderen Ende dieser Schiffe. Ich sehe es auch. Wir müssen die Wracks durchqueren, um dorthin zu gelangen. Thank you.
nicht gut. Elende Ertrunkene. Mein Arm! Ihr wurdet infiziert. Es breitet sich aus. Wir haben keine Zeit. Ich muss die Nekrose der Ertrunkenen entfernen. Ich verstehe nicht. Lohat, seid ihr sicher? Ich bin sicher, dass sie stirbt. Haltet sie fest. Uns bleibt keine Wahl. Jetzt haltet sie fest. Ihr werdet zur Horadrim. Ich werde euch nicht im Stich lassen. Geht weiter zum Sarg. Ich kümmere mich um sie. Diese Reise nicht antreten.
bezahlen. Ich bin zu eurem Tempel gekommen. Ich weiß, dass ich dort die Antworten finde, die ich suche. Elias Präsenz befleckt diesen Ort noch immer. Jeder Foliant, jede Schriftrolle, jedes Buch in diesem Tempel birgt dieselbe Antwort. Das einzige Wesen, das bereit war, sich gegen den ewigen Konflikt, gegen die großen Übel zu stellen, war Lilith. Der Tag, an dem ich mit diesem selbstgerechten Mistkerl fertig bin, wird ein guter Tag. Ich muss irgendwie da durch.
Wenn die Mutter von Sanctuario die Welt erneut betritt, wird sie sich verändern. Aber am Ende werden wir bestehen. Wir werden überleben. Ratma schreibt, Inarius habe Lilith weggesperrt, als ihr von ihrem Plan erfuhr, die sogenannte natürliche Ordnung zu stürzen. Tausende Jahre lang hat Lilith versucht, uns über diesen Kreislauf zu erheben. Hat für unser Geburtsrecht gekämpft. Sanctuario! Für Elias Unsterblichkeit muss tiefer liegen. Yeah.
Elias Finger. Er hat hier ein Stück von sich versteckt, um unsterblich zu bleiben. Nein, ich werde hier nicht sterben. Sie braucht noch Ruhe, aber ihr Fieber klingt ab. Ich glaube, sie wird gesund. Aber der Weg, der uns danach erwartet, wir werden sehen. Ich habe euch in einem Sarg treibend mit einem abgetrennten Finger in der Hand gefunden. Was ist geschehen? Ich bin mir nicht sicher. Der Tempel begann zu sinken und ich dachte, ich wäre ertrunken. Tempel. Also war der Sarg ein Tor. Was ist mit Elias Unsterblichkeit? Er hat seine Lebensessenz in einem Stück seiner selbst bewahrt. Verbrennt es. Gut. Dann lasst uns das ein für alle Mal beenden. Lasst mich beenden, was ich begonnen habe. Niemand wird mehr aufgrund meiner Entscheidungen verletzt. Nein! Nein! Es war kein Traum. Mein Arm. Er ist tatsächlich fort. Hier steht das Dolch. Ihr werdet mich verlassen, nicht wahr? Ihr werdet einen Ort finden, an dem man sich um mich kümmert. Wollt ihr zurückgelassen werden? Nein! Ich will nur niemandem zur Last fallen. Dann werden wir euch nicht verlassen. Das kam mir nie in den Sinn. Es bleibt keine Zeit mehr zum Ausruhen. Ihr solltet nach Daunen sehen. Wir treffen uns später in der Zakarum-Bastion. Ihr seht müde aus, alter Mann. Selbst für eure Verhältnisse. Ich kann das Ritual übernehmen, wenn... Wenn ihr es allein machen könntet, wäre es bereits getan. Leider ja. Genau wie Nerell. Donan hat vielleicht endlich einen klaren Kopf. Aber der Seelenstein ist unsere einzige Waffe gegen Lilith. Ich werde nichts dem Zufall überlassen. Nach all dem Gerede über die horadrischen Künste wollte ich sie selbst sehen. Das Fieber hat sich zumindest gesenkt. Jetzt pocht nur noch meine mein Arm. Lorat verspricht, dass es besser wird. Ist momentan schwer zu glauben.
Ich für meinen Teil bin es. Zumindest bereit, den Seelenstein auszurichten. Und was danach kommt, Lilith zu fangen und sie im Stein zu binden. Wir wissen, wie das in der Vergangenheit gelaufen ist. Ich muss daran glauben, dass es nun an uns liegt. Nicht an der Prophezeiung, an Inarius oder sonst jemandem.